So, hi und hallo mal wieder. Ja, mal wieder ein brandneues und aktuelles Magazin, was ich gar nicht kannte. Kid Club Magazin, neu, mit coolen WM-Fanset. Also ich kannte das Magazin nicht. Wer es natürlich kannte, schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare. Weil wie gesagt, ich kannte es wirklich nicht. Das kostet 3,99 €. Und was man dafür alles kriegt, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Einmal die Boom-Stickers. Die sind, glaube ich, gefühlt jetzt letzte Zeit überall drin. Die bläst man ja auf, sind 60 cm lang. Und wenn man die dann zusammenhaut, gibt es dieses Geräusch. Das kann ganz schön nervig werden. Was haben wir noch? Ah, ein Armband, weil es ja auch von allen anderen gibt, die man so kennt. Und meistens zu eng sind. Oder zu kurz. Aber, oh. Das. Jetzt guckt euch mal, es ist wirklich eine beschissene Verarbeitung. Würde ich jetzt prompt behaupten. Nicht richtig aufgeklebt, ihr seht es alles. Aber es ist lang. Es passt sogar um meinen Arm. Aber seht ihr da, da müsst ihr dann ein bisschen biegen. Aber das ist ja bei den Dingern kein Problem. Zack, und es passt. Aber es passt um meinen Arm. Also ist es schon mal größer als die anderen alle, die man so kennt. Aber eben schlechte Verarbeitung. Darf ja auch nichts kosten. Aber jetzt kommen wir natürlich zu das Kid Club Menü. Ach, Magazin. Also wie gesagt, ich kannte es bis jetzt noch gar nicht. Das absolut Fußballmagazin. Seht ihr, da ist das Armband, da sind die Klatschen drin, die sich nach der Zeit so richtig nervig anhören. Ja, das war noch. Hätte viel eher reinkommen müssen. Der hat das Spiel noch richtig Schwung gegeben. Ja, ihr wisst das durch meine Boosterkarten und sonst was. Ich gehe nicht gerne auf die Spiele ein, aber ihm meine ich auf jeden Fall. Aber was soll's. Erstes Spiel verkackt. Aber ihr seht es wirklich. Gruppe A, Gruppe B, wenn da die Torschützen sind und sowas alles. Nicht schlecht, das absolute WM-Fußballmagazin. Ein Poster, noch ein kleines Poster. Wer es braucht, naja. Gruppenphase zum Ergebnisse eintragen, das ist ja letzte Zeit in jedes Magazin, in jede Tageszeitung mit drin. Also dafür muss man es nicht holen. Aber kaum Merchandising drin. Wirklich sehr, sehr, sehr viel Fußball. Ah, nächster war drin. Also wie gesagt, Kid Club Magazin. Kannte ich bis dahin noch nicht. 3,99 €, also 4 Euro, bekommt ihr das absolute WM-Fußballmagazin. Die Boomsticks, die sich nach der Zeit richtig nervig anhört. Und eins, was ziemlich lang ist, was ihr aber immer wieder gerade biegen müsst. Und schlecht verarbeitet. Meine Meinung. Aber jetzt bin ich auf eure Meinung gespannt. Wer kennt das Magazin schon? Wer hat sich das gegönnt? Schreibt es für mich und alle anderen Zuschauer natürlich in die Kommentare. Hauptsächlich lohnt. Alle anderen, die das jetzt gesehen haben, den Inhalt von das Magazin, die Beilagen,
Wie findet ihr sie? Was haltet ihr davon? Für den Preis, 4 Euro, schreibt mir bitte eure ehrliche Meinung. Ansonsten war es das mal wieder und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.